Warum das Bordbistro ein Fail ist? Spoiler Alert! In 2 von 3 Fällen lautet die Antwort auf die Frage, was es zu essen gibt, leider nicht. Denn bei unserem ersten Besuch des Bordbistro war es wegen überfülltem Zug geschlossen. Beim zweiten Mal gab es immerhin einen Cappuccino und einen schönen Sonnenaufgang. Beim dritten Besuch gab es dann endlich auch was zu essen. Aktuell gibt es aufgrund des Veganuary ziemlich viele vegane Dinge. Aber natürlich gab es auch nur die Hälfte der Karte. Wir entscheiden uns für eine kleine Cola und die beiden einzigen veganen Gerichte, die es gibt. Eine Tomatensuppe und ein veganes Chicken Curry. Die Tomatensuppe ist überraschend fruchtig, kann man nichts falsch machen, 7 von 10. Und auch das Curry war auf jeden Fall lecker, süß-sauer, ein bisschen scharf, wenn auch ein bisschen wenig, aber eine solide 7 von 10. Trotzdem muss ich sagen, richtig nice ist das Angebot leider nicht. Habt ihr euch auch schon mal gefragt?